Erstes Semester, also das ist total schief gelaufen. Das ist ganz normal, ich sage euch auch. Erstes Semester, ehrlich gesagt, ich konnte nicht verstehen, was da abgeht. Das Bachelorstudium ist mir jetzt auch nicht einfach gefallen. Ich habe da auch viel für gemacht. Aber das, was ich für viel machen hielt, war halt an der TU ein Bruchteil. Das war schon eine schwierige Zeit für mich, weil mein Deutsch nicht so gut war und ich konnte die Veranstaltung gar nicht so ganz verstehen. Things didn't really exactly go to plan because a lot of offices were closed. We couldn't go and meet people in person. Everything had to be it always had to be an appointment or something like that. But apart from that, as far as Braunschweig, the city was concerned, it was beautiful. TU Braunschweig in itself was great. So just like from the first day I was here, going to the grocery store, and it was like pin drop silent. I had no idea why somebody was yelling at me, but it ended up being because I was bagging my groceries too slow. From that to getting my SIM card set up to getting my first haircut here. It was all like, I had to look up vocab before I went and got my first haircut, which is something that's almost comical to me. Just getting the keys of my apartment on a Saturday afternoon and realizing I don't have a mattress to sleep on that night, having to run to the mattress store and carry the mattress alone by myself in the rain. That was the first week. What I found special about TU Braunschweig is that it's a very international school. So what drew me to it was the engineering aspect. But I find it very special that people come from all over to go to school here. So I wasn't expecting that at all. I was expecting mostly Germans. I went to lunch with a lot of my professors and my PhD students. This was very surprising because this is not a culture that's very commonly followed back in India. I think we have a more strict hierarchy there, but here we could just go out and have fun. Those things of independence in that German kind of context is not really what we have in Egypt. I had to learn the independence here. I had to learn to be alone, basically having to do my groceries, having to learn to take care of the heating, to take care and to turn off the lights and stuff that I usually didn't pay attention to before. Also für mich war es eine Schwierigkeit, weil man keinen Stundenplan bekommen hat. Also wenn man an einer Hochschule ist, ist es schon wie in einer Schule. Und hier hat man sich das alles selber zusammengestellt. Das heißt, am Anfang, ich hatte so viel Auswahl, ich konnte eigentlich alles machen, was ich wollte. Also habe ich meinen Stundenplan, glaube ich, am Anfang des Studiums 5-mal verändert. Erstmal so, Deutsch ist keine leichte Sprache, ne? Deutsch ist mega schwierig, ehrlich zu sein. Es gibt der, die, das. Und dann mit dieser der, die, das muss man sprechen, ne? Also muss man seinen Satz aufbauen. That is one of my major regrets actually. I should have learned more German before coming here. And I think not that anyone at TU Braunschweig, like most of the people here speak English, but it's just that communication becomes a bit easier when you at least understand German, if not speak it fluently. Es gibt so viele schwere deutsche Wörter. All of them. I think words that have like a CH and I have to use the back of my throat. Say it, and I can't say that with the back of my throat. Das schwierigste Wort, das ich auf Deutsch gelernt habe, das ist eigentlich auf Plattdeutsch. Und das ist Klunche. Immatrikulationsbescheinigung. Haftpflichtversicherung. I don't understand why this word has to be so difficult, to be honest. Für mich war nicht so schwer im ersten Semester, weil TU Braunschweig so viele internationale Programme veranstaltet hat, wie zum Beispiel SOS-Programm oder Buddy-Programm und andere Programme für internationale Studenten, sodass die deutsche Studierende und mit internationalen Studenten auch so gut verbinden können. Und das finde ich sehr super. Ich habe tatsächlich damals eine Freundin im Zug gefunden, weil ich habe noch nicht hier gewohnt und sie ist auch immer mit dem gleichen Zug gefahren und irgendwie ist uns dann aufgefallen, dass wir auch in den gleichen Vorlesungen saßen und dann sind wir mal ins Gespräch gekommen. Also mein bester Kumpel, ne, ich habe ihn an dem ersten Tag kennengelernt.
So, wir hatten einen Rundgang gemacht hier, also im Campus. Und ja, wir haben ein bisschen gesprochen. Wir saßen hier genau gegenüber vor der BIP. Und der ist halt jetzt mein bester Kumpel. No, I didn't find it difficult to make friends here at all. Every student I've met, every kid I've met that's my age, that I've come in contact with, has all, they've all been very, very nice. Very easy to connect with. At the beginning, funnily enough, at the welcome reception of the international office, I met a couple of exchange students and we hit it off directly and we spent a lot of time, especially at the beginning. Was ich gerne vor dem Studium gewusst hätte. Was man von Busha lernt, ist total anders von was man auf der Straße spricht. Das ist ganz wichtig, man muss mit Leuten unterhalten. Man muss mit Leuten unterhalten, sonst lernt man die Sprache nicht. Oder sonst, wenn man im Kurs etwas nicht versteht, kann man trotzdem immer noch nachfragen. Sogar nach dem Kurs direkt zu Professor und fragen, hey, ich habe eine Frage, darf ich kurz stellen, also die Fragen stellen oder per E-Mail, geht das auch? Yeah, number one tip I'd give myself is pack a large accordion folder in your carry-on, because I've never got so much paperwork in my entire life. Zeit ist kostbar. Any tips I'd give my pass, learn German. I don't care how difficult it is or like how much it takes time. I think I would definitely would like to learn German more. Just make your appointments on time. Check to see if all the offices are open when you want to go. Make sure that you fill out all the forms that they ask you to probably. And just take it easy. It's not gonna work out at the beginning. It's gonna be a little bit more complicated than you think. So just take it easy.